wollte ich euch meine Taschen zeigen. Und zwar nicht irgendwelche normalen Taschen, die man sich so kauft und nicht darüber nachdenkt, sondern wirklich Luxushandtaschen. Also Designerhandtaschen, Louis Vuitton, Prada, MCM, sowas. Ich wollte euch auf jeden Fall noch am Anfang einen kleinen Disclaimer sagen. Und zwar sind diese Handtaschen natürlich nicht lebensnotwendig. Niemand braucht so eine Handtasche, um leben zu können. Ich glaube aber, dass wir das mittlerweile alle wissen. Nur ist es leider schade, dass wir YouTuber uns ganz, ganz, ganz oft, meistens immer, dafür rechtfertigen müssen, dass wir solche Handtaschen besitzen. Und es besitzen auch ganz, ganz viele andere Menschen auf dieser Welt so viele solche Handtaschen. Und es gibt auch Leute, die sagen, hey, ich brauche sowas nicht. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich kaufe mir doch keine Handtaschen für so viel Geld. Ich habe auch Freunde, die sowas sagen. Also jeder ist da so ein bisschen anders. Und ich wollte aber den Leuten, die das wirklich interessiert, meine Handtaschen zeigen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dem Video. Fangen wir mit der ersten Designertasche an, die ich mir gekauft habe. Und zwar habe ich sehr, sehr lange darüber nachgedacht und wünsche sie mir auch schon super, super lange. Also ich bin schon immer ein Taschenmensch gewesen und auch seit Kindheit an wusste ich immer, welche Tasche ich mal haben will, wenn ich groß bin, tatsächlich. Wir reden hier von der Speedy 30, die legendäre Speedy, die, ich glaube, jeder hatte mal so eine Phase und jeder wollte sie mal unbedingt haben. Also das ist wirklich eine ganz, ganz klassische Handtasche, die auch jeder Frau steht. Ne? Es gibt auch die 25 und die 35, soweit ich weiß. Ich habe mir auch einen Einlegeboden bestellt, weil die Tasche leider durchhängt. Also wenn man da halt was reinmacht, was ein bisschen schwerer ist und mein Geldbeutel wiegt schon 30 Kilo, dann hängt die leider unten durch. Was ich leider gemacht habe, ist, ich habe diesen Einlegeboden für die 35er bestellt und nicht für die 30er. Also ich habe mich da kurz vertan, werde die aber dann zurückschicken und mir halt den neuen Einlegeboden kaufen. Ich habe das nämlich bei The Unique Carina gesehen. Sie hat auch ein so Taschenvideo gemacht mit ihren Louis Vuittons und da hat sie diesen Einlegeboden gezeigt und ich habe sofort auf Kaufen geklickt, nur habe ich leider nicht beachtet, dass ich da die 35 gekauft habe. Ja, auf jeden Fall diese wahnsinnig schöne Tasche. Die hat wirklich gar keine Innentaschen oder sowas, sondern nur einfach hier so eine Seitentasche. Da ist einfach nur der Schlüssel drin zu diesem Schloss, das da seitlich hängt. Und hier noch so ein Louis Vuitton Zettel. Der liegt jetzt auch schon 4 Jahre da drin. Also das ist wirklich meine allererste Handtasche, die ich mir damals gekauft habe. Irgendwann mal durch Handcreme, durch Licht, alles mögliche, verfärbt sich das und wird hier langsam brauner und dadurch, dass ich die immer in dem Staubbeutel habe und die nicht an Sonnenlicht so oft kommt, ist das ganz cool, weil diese Henkel halt fast noch original die gleiche Farbe haben, wie sie jetzt vor ein paar Jahren die Farbe hatten. Aber wenn man sie wirklich jeden Tag trägt, dann nutzt sich das halt alles irgendwann mal ab und man sieht da auch, dass das hier ein bisschen dunkler ist, was aber wirklich nicht schlimm ist. Also machen wir direkt weiter und zwar bleiben wir direkt bei Louis Vuitton. Also ich mache erstmal Louis Vuitton, dann MCM und dann geht's weiter. Und zwar geht's weiter mit diesem Sack und zwar ist das der Noé. Sack von Louis Vuitton. Das ist aber die Petite-Variante, nicht die große. Die große hat hier noch so einen weiteren Rand und ist so ein bisschen höher noch. Mir reicht Petite auf jeden Fall vollkommen. Also wenn ihr mal guckt, ne, wenn man jetzt aufstehen würde, sieht man, dass es eine ganz schön große Tasche ist. Also sie ist nicht so klein und da passt wirklich viel rein. Die Noé, die große ist halt, wie gesagt, noch so ein Stück größer. Und ihr seht, dass sich auf jeden Fall ein Farbunterschied da bemerkbar macht. Und zwar, ihr seht, dass das hier viel dunkler ist und das hier viel heller. Das ist eine Vintage-Tasche, also ich habe sie nicht im Louis Vuitton-Laden gekauft, sondern bei Glück und Glanz habe ich sie bekommen. Und ihr bekommt ja auch weitere Noés und ganz andere Louis Vuittons und andere MCM-Taschen. Also ich werde euch mal den Online-Shop nochmal rein verlinken. Was ich dazu sagen will, ist, ihr müsst keine Taschen neu kaufen. Das ist fast wie ein Auto. Das verliert sehr, sehr schnell an Wert. Und man sollte sich überlegen, ob man nicht lieber einen Bruchteil davon bezahlen will und dann halt vielleicht einen Wasserflecken an der Tasche hat. Also das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Das ist auf jeden Fall diese Tasche. Die mag ich auch sehr gerne. Also ihr seht gleich, auch wenn ich meine dritte Louis Vuitton zeige, dass ich ein Monogramm-Fan bin. Das sind hier dieser Aufdruck. Es gibt ja auch noch diese Schachbrettmuster, diese Daimler, aber ich bin eher so der Monogramm-Typ. Ich finde sie einfach für mich klassischer. Also sie hat viel mehr Klasse für mich. Für mich, ne, das ist alles, jeder hat da seine eigene Meinung. Jemand kommt jetzt in die Ecke und sagt, nee, die andere ist viel schöner. Ja, also wenn ich auch von Taschen rede, dann, also ich bin ein richtiger Freak, wenn es um Taschen geht. Da bin ich echt nicht normal. Dann wollte ich euch noch meine letzte zeigen. Also da sind
habe ich noch zwei Taschen reingemacht, damit die nicht so ganz so durchhängt. Und zwar ist das diese hier. Das ist die Kipal. Genau, das ist die Kipal. Oh Gott, ich habe das gerade vergessen. Das ist hier diese ganz normale. Ihr seht, hier ist noch ein Schild dran. Die ist auch von Glück und Glanz. Dies ist jetzt meine neueste. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich finde die einfach genial. Ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Ich fahre ja auch sehr oft zu meinen Eltern immer wieder. Und ja, ich weiß, es geht auch um eine normale Sporttasche, die ich früher hatte. Aber hey, die ist halt wahnsinnig schön, ne? Die ist riesengroß. Die ist auch Vintage, auch wieder von Glück und Glanz, wie gesagt. Und da ist halt super viel Platz drin, ne? Also da könnt ihr wirklich ganz, 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 ganz viel reinmachen. Und ich hätte mir diese Tasche wahrscheinlich im Originalpreis nicht gekauft, weil ich dann denke, echt, das ist echt übertrieben. Also, ist echt arg viel Geld. Deswegen würde ich da bei Vintage auf jeden Fall bleiben. Auch wenn ich mir mal ein Kofferset oder sowas kaufen würde, würde ich auf jeden Fall bei Vintage bleiben. Was ich super schön finde, ist das hier an ihr. Was ich uncool finde, ist, dass sie wieder keinen Umhängegurt hat. Aber die sind leider sehr selten Vintage zu kriegen. Deswegen habe ich mich dann doch für diese hier entschieden. Und ich bin wirklich sehr glücklich. Also sie steht auch auf meinem Bett. Ich habe sie noch nicht in den Schrank geräumt, weil ich nicht will, dass ich sie nicht sehe. So, wir machen jetzt mal weiter mit MCM. Und zwar wollt ihr euch noch einen kleinen Unterschied vorweg am Rande sagen. Und zwar steht ein kleiner Unterschied zwischen diesen Taschen hier. Das ist jetzt der Shopper, den ihr jetzt momentan kaufen könnt. Den gibt es halt ganz normal jetzt gerade. Der wird momentan hergestellt und es ist halt momentan, bekommt man den einfach, ne? Und das ist auch das Leder, was momentan halt, womit die Tasche momentan gemacht wird. Und dann gibt es solche Taschen, die vintage sind und die jetzt schon was älter sind. So, diese Tasche habe ich bei Just Chic Shop bekommen, also Just Chic Shop. Ich werde euch den Namen auf jeden Fall mal hier hinschreiben. Bei Instagram findet ihr nämlich da unbedingt vorbeischauen. Also wirklich, die haben richtig süße Taschen und ihr müsst auch sehr, sehr schnell handeln, weil die sind sofort weg. Also ich verlinke den euch aber auch nochmal in der Infobox, genauso wie die anderen. Aber auf jeden Fall schreibe ich euch hier nochmal den Instagram-Namen hin. Das ist wirklich meine neueste Tasche mit der Kipal zusammen, mit der Louis Vuitton Kipal zusammen. Das ist wirklich eine. Also ich habe sie gesehen und ich konnte nicht anders als sie haben. Das ist so eine richtige, perfekte Tasche. Ich bin nicht mehr in diesem ganz, oh, ich brauche die größten Taschen der Welt, ne? Ich bin eher so, oh, ich hänge mir mal eben eine Tasche rum und das war's dann. Und was ich halt richtig schön finde bei MCM, die haben hier noch so ein goldenes, wie nennt man das? So ein goldenes Emblem hier vorne oder hier halt diese goldene Hardware. Diese Tasche hat nicht so ganz so viel Platz drin, aber sie ist völlig ausreichend. Also da passt ein Geldbeutel rein, da passt ein Schlüssel rein, da passt ein Handy rein, da passt alles mögliche rein. Also sie ist schon sehr, sehr hoch. Und diese Tasche war auch Vintage und sie war sehr günstig. Also kann euch wirklich empfehlen, die sind super günstig auf der Seite, diese Taschen, ne? Echt der Hammer. Und was ich euch damit sagen wollte zu den jetzt produzierten Taschen und zu den damals produzierten Taschen, die haben noch echt das ist fest, das Leder. Das heißt, wenn ihr irgendwo vorbeiläuft und irgendwo mal aus Versehen drankommt, was ganz normal ist bei einer Tasche, dann werdet ihr nicht sofort einen Kratzer oder einen Riss drin haben, wie ich das bei meiner MCM-Shopper-Tasche jetzt habe. Die ist richtig fest, also die hat eine richtig geniale, hammergute Qualität. Die lebt auch wahrscheinlich schon einige Jahre. Man sieht es ihr aber überhaupt nicht an. Also, dann habe ich eine Tasche bei Glück und Glanz gesehen und habe mich, echt, ich habe diese Tasche gesehen und war hin und weg, ihr müsst mal Kim fragen. Also Ruby Loves Candy, das war brutal. Ich habe die Tasche gesehen und habe gedacht, boah, ich muss die haben. Leider war die sofort weg. Also sofort. Dann habe ich also die nächsten Tage nichts anderes gemacht, als diese Tasche hier zu suchen. Und ich habe sie gefunden und ich habe sie sofort getragen. Die ist so schön. Also ihr könnt die hier aufziehen und dann habt ihr auch einen Sack, ne? So wie die Noé, nur halt in klein und in MCM. Das ist auch dieser ganz, ganz kleine. Die gibt es auch in groß, diese MCM-Säcke. Aber ich wollte so eine Petite, so eine kleine haben halt. Und da passt erstaunlicherweise auch eine Menge rein. Mein Geldbeutel ist ja sehr lang und der passt da stehend so rein mit meinem Handy und alles mögliche. Kaugummis, was ihr halt alles noch halt drin haben wollt. Also es ist wirklich einiges an Stauraum, was man nicht so denkt. Was ich halt, ich bin in letzter Zeit wirklich in so kleine Taschen, weil ich halt einfach alles finde und die sind so unproblematisch und so nicht schwer und andere Taschen so für die Arbeit oder für die Schule, Uni und sowas, die brechen einem ja wirklich die Schulter irgendwie ab. Und deswegen habe ich mich für so kleinere Taschen entschieden. Also ich finde die richtig, richtig schön. Ich versuche sie euch mal irgendwo zu finden. Wenn ich sie finden sollte und sie jemand wirklich haben wollte, dann sofort kaufen, weil die sind so schnell weg und die sind so super selten. Deswegen, ja. Genau, dann habe ich noch eine Vintage-Tasche von MCM.
Und zwar habe ich die damals auf dem Flohmarkt gekauft. Da war ich das erste Mal auf dem Flohmarkt seit Ewigkeiten mit meiner Mama. Und das war das einzige Mal, wo ich Bock hatte. Ich gehe nie auf Flohmärkte. Und jetzt bin ich voll so, ich würde gerne öfter auf Flohmärkte gehen. Uhu, die ist so schön. Das ist so eine Aktentasche aus den 80er Jahren. Die ist auch immer noch sehr, sehr stabil. Also das ist richtig feste hier, ne? Die hatte hier keine Schnalle dran. Das ist ein Gürtel, den ich mir halt zusammengebaut habe. Bei H&M gab es den mal. Da habe ich zwei Gürtel genommen und die dann aneinander gemacht. Und deswegen ist das dann so entstanden. Und die ist halt, es ist halt leider so ein bisschen unstabil. Wenn ein bisschen schwereres Zeug rankommt, dann fällt das hier ab. Da muss ich mir noch was anderes überlegen oder mal zum Taschendoktor gehen oder sowas. Aber die Tasche ist richtig genial und ich habe mich echt, also das ist so eine richtig krasse Aktentasche. Guckt, so eine richtige Aktentasche. Da kann man, hat man noch so ein Fach in der Mitte und so gibt es die auch gar nicht mehr jetzt normal zu kaufen. Ihr müsstet ihr wirklich Vintage kaufen, wenn ihr die noch haben wolltet. Also echt auch eine richtig coole Tasche, so richtig, richtig, richtige Mega-Qualität. Was ich euch nämlich damit zeigen will, ist dieser Schocker. Einen Moment. So. In diesem Shopper sind zwei Taschen drin, ne? Einmal diese hier, die ich sehr gerne und sehr häufig als Klatsch verwende. Also entweder hier kann man dann so über die Schulter tragen. Der Riemen ist auch lang genug, um sie über die Schulter zu tragen. Oder man lässt halt einfach den Riemen unten hängen und nimmt die so, ne? Oder so, wie auch immer man Klatsches heutzutage trägt. Auf jeden Fall ist da auch wirklich sehr viel Platz drin. Oh, sag mir, dass es Velvet Teddy ist. Aha, ich habe ihn wieder gefunden. Der war verloren, der ist mir verloren gegangen. Oh, hallo. Kennt ihr das? Auf jeden Fall machen wir direkt weiter. Oh, ist wirklich viel Platz drin, auch für McDonald's-Coupon-Gutscheine. Da ist es auf jeden Fall drin. Das könnt ihr auch hier so abmachen und dann halt in der Innentasche ist noch so ein Riemen. Da könnt ihr dann das dran machen, weil die Tasche ist nämlich offen und man kann sehr leicht da reingreifen. Also wenn ihr die habt, dann würde ich euch empfehlen, immer den Geldbeutel in diese kleine Mini-Klatsch da reinzulegen und diese Klatsch auch hier unten an dem Riemen, der hier unten wirklich dran festgemacht ist, auch festzumachen, ne? Was ihr noch mit der Tasche machen könnt, ist, ihr könnt sie umdrehen. Die hat nämlich auf der anderen Seite so eine andere Bemusterung und da steht dann ganz dick MCM drauf und ich kann sie euch auch gleich mal umdrehen. Das Ding ist an dieser Tasche, ich war sehr, sehr glücklich, als ich sie mir gekauft habe und ich habe leider sehr viel Geld auch für diese Tasche bezahlt. Was mich so ein bisschen traurig gemacht hat, ist, dass sie sehr instabil ist. Ich bin einmal irgendwo gegengekommen, ohne dass ich es überhaupt bemerkt habe und sie hat leider schon einen Riss hier an der Seite und das ist echt so traurig. Das sieht so aus wie mit dem Cutter halt so durchgeschnitten. Das hat mir so weh getan, ehrlich. Und traurige, traurige Geschichte. So, das war's auch schon mit den Taschen. Was ich euch aber noch sagen wollte, ist, wenn ihr Staubbeutel bekommt, wie zum Beispiel diese hier, die ist jetzt gerade von Michael Kors. Ich habe die auch von Prada, von Louis Vuitton, von diesem Glück und Glanz, von Paul's Boutique. Dann macht die bitte auch da rein, weil dann verlieren die nicht an Farbe und da bleiben die Farben halt satter und kräftiger und die Tasche sieht einfach viel länger, viel neuer aus. Und was ich euch auch raten kann, ist Kaugummis vorsichtig da drin aufzubewahren, falls sie halt aufgehen, verkleben und diese inneren, die innere Tasche halt so nicht so schön machen und genauso wie offene Kulis, aber ich glaube, das ist jetzt einfach nur eine Moralpredigt. Was ich euch noch sagen wollte, ist, dass Taschen wirklich für mich, also ich bin ein großer Taschenfan und ich werde immer ein Taschensammler sein und ich hoffe, dass mich eure Kommentare nicht verletzen und dass ihr nicht sagt, dass ich doof bin, mir so viele Taschen zu kaufen, die so einen Wert haben. Es ist auch so, das sage ich immer den Leuten und die sind immer beeindruckt. Ich kenne immer die Geschichte einer Tasche. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte die Chanel 255, dann weiß ich, dass sie im Februar 1955 entworfen worden ist und ich weiß, dass sie dieses Rot in der Innentasche von nach den Klöstern, also die hat sich daran inspiriert, die Chanel, die Coco Chanel. Und das war, ich weiß die Geschichte zu den Taschen. Ich kann euch genau sagen, woher sie kommt und warum sie so entworfen worden ist. Und leider weiß ich bei den Vintage-Taschen nicht immer genau, wie alt die sind. Das tut mir schon manchmal so ein bisschen weh. Aber ich bin sehr froh, wenn ich das rauskriege. Und wenn ihr halt was wisst, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. So Taschenfreaks und ich. Hallo, wollen wir uns treffen auf einen Kaffee und so? Und dann können wir ganz viel über die Taschen diskutieren. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ich wünsche mir gar nichts, ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch irgendwie gefallen hat. Und sagt mir bitte eure ehrliche Meinung in den Kommentaren.
Was ich euch auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, hier sind meine letzten zwei Videos, weil ihr keinen Bock habt, noch weiter über diese Taschen nachzudenken, dann findet ihr hier und hier meine letzten zwei Videos. Und was ich euch auf jeden Fall noch sagen will, ist, schaut mal bei Twitter, Instagram und Facebook vorbei. Ich sage das in letzter Zeit sehr häufig, weil ich nämlich da ein paar Verlosungen habe. Unter meinem Tisch hier unten ist ganz viel Zeug, was ich verlosen möchte. Deswegen schaut auf jeden Fall daran vorbei. Ihr findet alle Links nochmal natürlich in der Infobox für die, die mobil unterwegs sind. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wundervollen Abend und wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.